Herzlich willkommen zurück bei Pod in the Middle, meinem kleinen YouTube-Format, bei dem ich mit euch über unterschiedliche Themen sprechen möchte. Heute geht es um den Landeshaushalt 2023. Den haben wir gerade im Landtag verabschiedet und beschlossen und davor eine ganze Zeit darüber verhandelt. Warum wir dafür so lange gebraucht haben und was im Landeshaushalt am Ende alles drin steht, das erkläre ich euch in diesem Video. Bereits im November des letzten Jahres haben wir in einer ersten Lesung den Haushalt im Landtag diskutiert. Der wird von der Landesregierung erarbeitet und kommt dann in den Landtag, wo er ein erstes Mal, wie eben gesagt, diskutiert wird und wurde und dann in die Fachausschüsse überwiesen wird. In den Ausschüssen setzt man sich dann im Regelfall mit einzelnen Einzelplänen auseinander. Ein Einzelplan ist im Regelfall auf ein Ministerium oder ein Ressort zugeschnitten. Das heißt, jedes Ressort hat mindestens einen Einzelplan. Beispielsweise der Einzelplan 05 ist der Einzelplan, für den das Sozialministerium federführend verantwortlich ist. Da sind dann die Themen Soziales, Gesundheit und Gleichstellung gebündelt und da findet sich, wie viel Geld wofür ausgegeben wird. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ein Ministerium oder ein Ressort für mehrere Einzelpläne zuständig ist. Beispielsweise ist das beim Wissenschaftsministerium der Fall, dass neben dem Wissenschaftsbereich auch für die Bereiche Energie, Klimaschutz und Umwelt zuständig ist. Dafür gibt es dann getrennt Einzelpläne, Wissenschaft zum einen, der Bereich Energie, Klimaschutz und Umwelt zum anderen in einem Einzelplan gebündelt. Im Ausschuss selbst wird auch in zwei Lesungen verfahren. In einer ersten Lesung des Haushalts werden vor allem Fragen gestellt und beantwortet. Das heißt, die Abgeordneten fragen im Regelfall beim Ministerium nach, wofür bestimmte Posten da sind, bestimmte Titel da sind, warum es bestimmte Erhöhungen oder Absenkungen gibt im Haushaltsentwurf. Und dann geht es danach in eine zweite Lesung, im Regelfall die Sitzung darauf. Da können Änderungsanträge gestellt werden. Das wird sowohl von der Opposition genutzt, als auch von den Regierungsfraktionen. Und über diese Änderungsanträge wird dann diskutiert, beraten und am Ende natürlich auch abgestimmt. Nachdem ein Fachausschuss, wie zum Beispiel der Sozialausschuss, sich mit dem Haushaltsplan bzw. den Einzelplänen, für die er zuständig ist, auseinandergesetzt hat, gehen diese in der überarbeiteten bzw. geänderten Fassung in den Finanzausschuss. Der ist nämlich zuständig, federführend insgesamt für den Haushalt und guckt noch einmal drüber, rundet das Ganze ab, schaut, was gab es für Änderungen, vielleicht Dinge, die doch nicht so funktionieren, wie sich das der Fachausschuss gewünscht hätte, die nochmal geändert werden. Oder hat insgesamt eben einen Überblick darüber, wie viel Geld in welchen Einzelplänen liegt. Im Finanzausschuss wird jeder Einzelplan gesondert noch einmal beraten. Das heißt, im Regelfall sind das zwei Einzelpläne, die pro Sitzung bzw. pro Tag beraten werden. Beispielsweise am Vormittag der Einzelplan 05 aus dem Sozialbereich, am Nachmittag der Einzelplan 06 aus dem Wissenschaftsbereich. Das heißt, jeder einzelne Einzelplan wird dort nochmal detaillierter beraten, behandelt und am Ende abgerundet. Nach diesem ganzen Prozess geht es dann nochmal in eine finale Beratung im Finanzausschuss und die nennt sich Bereinigungssitzung. Die braucht es, weil es immer mal wieder Änderungsanträge gibt oder Änderungswünsche gibt, die noch nicht final beraten werden konnten, sondern nur beraten werden können, wenn man noch einmal auf den gesamten Haushalt schaut, guckt, wo lässt sich gegebenenfalls für einzelne Projekte noch Geld finden, wo kann gegebenenfalls doch noch etwas runtergenommen werden, um dann Sachen final zu realisieren. Nach dieser Bereinigungssitzung gibt es eine Beschlussempfehlung vom federführenden Finanzausschuss, die an den Landtag zurückgeht, wo der Haushalt final beraten und im Regelfall dann auch beschlossen wird. Ich habe mich natürlich auch in den Haushaltsverhandlungen aktiv eingebracht und hatte einzelne Themen und Projekte, die ich nach vorne bringen will. Und das möchte ich euch jetzt einmal kurz erklären. Thema 1 war für mich Digitalisierung an Hochschulen. Wir haben gemerkt und eine kleine Anfrage hat von mir ergeben, dass wir gerade im Bereich der Infrastruktur noch nicht so weit sind, wie wir das gerne hätten. Dafür haben wir 9 Millionen bereitgestellt, um die digitale Infrastruktur an den Hochschulen zu fördern und dafür zu sorgen, dass der Ausbau vorangeht. Ein zweiter Punkt war Thema Jugendarbeit. In Corona-Zeiten haben wir oft genug gesehen, dass junge Menschen nicht die Möglichkeit hatten, wegzufahren, in den Urlaub zu fahren. Dafür wurden jetzt im Haushaltsplan 200.000 Euro bereitgestellt, um solche Ferienfreizeiten zu fördern. Ein dritter Punkt, die Tafeln in Sachsen-Anhalt. Die sind in einer schwierigen Situation, darüber hatte ich schon mehrfach gesprochen. Es gibt ein Logistikzentrum, was aufgebaut wurde, was das Land schon ein bisschen mit gefördert hat.
Um das Ganze jetzt aber wirklich in Schwung zu bringen, dafür braucht es einen Kühl-LKW, damit die Kühlketten eingehalten werden können. Und dafür haben wir 50.000 Euro zusätzlich im Haushalt veranschlagt. Ein weiteres Thema, das mir wichtig war, waren die Jugendbildungsstätten im Land. 5 gibt es davon insgesamt, die vom Land gefördert werden. Alle haben einen Investitionsbedarf. Dafür haben wir zusätzlich 210.000 Euro bereitgestellt, damit diese Investitionen anlaufen können und gefördert werden. Wir alle wissen auch, dass sich die Uni Halle aktuell nicht in der leichtesten finanziellen Situation befindet. Die Uni übernimmt aber auch Aufgaben, die eigentlich reine Landesaufgaben sind. Beispielsweise die Universitäts- und Landesbibliothek, zum anderen aber auch das Landesstudienkolleg. Dafür haben wir insgesamt im Haushaltsplan zusätzlich 3,5 Millionen Euro veranschlagt, weil wir die Uni von diesen Aufgaben entlasten wollen und finanziell die Notwendigkeit sehen, dass das Land die Kosten übernimmt. Das war's von mir zum Thema Haushalt. Ich weiß, recht viel und recht komplex. Man muss sich da ein bisschen reinarbeiten. Ich hoffe, ich konnte euch das trotzdem ein bisschen näher bringen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Ich versuche, die dann zu beantworten. Schwer zu sagen. Also ungefähr würde ich sagen, dass ich 2,5 Mal pro Woche in Magdeburg bin. Das heißt, es wären mit 100 Kilometer für eine Strecke ungefähr 500 Kilometer, die ich da pro Woche zurücklege. Plus dann noch mal so ein paar Termine, die jetzt nicht in Halle oder Magdeburg stattfinden, wo man, glaube ich, dann damit rechnen kann, dass ich zwischen 550 und 600 Kilometer pro Woche zurücklege. Wenn man das jetzt mal 4 rechnet, ist man ungefähr bei 2000 bis 2500 Kilometern, würde ich ungefähr rechnen, pro Monat. Was ist das Beste an Ist auch schwer zu sagen. Also ich glaube, das Schönste, was man eigentlich so haben kann, ist, wenn man auch mal was umgesetzt bekommt, was man schon länger gefordert hat oder wo man lange dran gearbeitet hat und das in die Umsetzung geht. Oder so einfach Kleinigkeiten mal mit einem Projekt helfen, irgendwas umzusetzen, Kontakte, die gegebenenfalls unterstützen können bei Projekten. Also so eine Sachen, die sich da ganz praktisch und ganz schnell auch mal in der Arbeit von unterschiedlichen Vereinen, Verbänden oder Menschen niederschlagen und die dafür eine Verbesserung sorgen. HFC. Ja, auch wenn ich in Magdeburg aufgewachsen bin, ganz klar HFC. Hoffentlich sehr bald. Ich weiß, dass die FDP-Fraktion im Bundestag da dran ist und kämpft. Karl Lauterbach muss noch ein bisschen überzeugt werden, aber steht im Koalitionsvertrag und ich bin optimistisch, dass das bald kommt. Das war's mit der Folge. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst gerne ein Abo da, folgt mir gerne auf Social Media, da bekommt ihr immer alles Aktuelle von mir mit. Und schaut auch gerne mal auf Spotify vorbei, da gibt es nämlich einen Podcast von mir mit Erik Eigendorf. Wenn euch das interessiert, schaut da gerne mal rein.